Den Line-In muss ich löten. Der ist mit heftigem Wackelkontakt, der gar nicht mehr, der nur noch auf Druck manchmal geht. Muss ich irgendwie mechanisch ran. Und dann als Tape-Maschine, ne? So rausfinden, wo der unten festhält. Oh. Das Schöne, ey. So sieht das gute Stück von innen aus. Nicht schlecht. Der Bassboost war eben schon ganz komisch am Schrebbeln. Keine Ahnung, woran das liegen kann. Eventuell ist da halt eine Unit kaputt dann vom Bassboost. Der war eigentlich immer clean früher. Hier ist der Bass, der dann vorne, also der Luftschacht für den Bass, der dann vorne aus der X-Bass-Blende kommt. Die sieht man jetzt hier, glaube ich, ne? Ah, ne, hier. Genau, da kommt das hinterher raus. Da ist die X-Pass-Blende und die Box, es geht nach hinten raus eigentlich. Das ist dann so der, weiß gar nicht mal, wie das heißt. Ja, dieser Basswind. So, und jetzt mal gucken. Hier ist die Lötstelle. Hier Line-In, CD-In, ne? Und da muss, Scheiße, wie komme ich denn da ran? Okay, da muss ich löten. Mal gucken. Erstmal hier die Stecker entfernen, dann kann ich das wahrscheinlich komplett abmachen. Und mal gucken, wie viel Watt. Das ist 10 Watt, nominal 5 Watt, 4 Ohm, maximal 10 Watt, Sharp-Boxen. Waren schon ganz schön geil, vor allen Dingen Stereo, richtig Hammer damals auch. Also das war richtig schön, Studioklang 90, Anfang 90er. So. Mega, 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 mega. Viele hatten das geshoppt oder wie soll man sagen, Kasten, ne? Also viele hatten hier irgendwie noch so einen Schalter angebaut. Ja, warum eigentlich? Für verschiedene Eingänge dann, ne? Also habe ich mehrmals gesehen, noch mit so einem extra, so richtig so einem Knüppel obendrauf noch. Das war Standard früher wohl. Das haben die Hi-Fi-Läden dann wahrscheinlich gemacht. Oder die Bastler. So, das Gerät ist von 1992 oder 91, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube 92. So, wie ich jetzt an die Platine komme, muss ich mir mal überlegen. Kurze Side-Info: Ich hatte damals für Batteriebetrieb, ne, Ghetto Blaster, Grillabend, Party draußen, da kommen ja diese fetten Batterien rein. Und ja, die muss man ständig neu kaufen. Das waren so Billigteile von Jahr oder so. Oder die teuren konnte ich mir da nicht leisten. Ne? Ja. Oder wenn er nur einmal und dann waren die auch irgendwann alle. Und dann habe ich so ein fette für externe Batterie, habe ich mir so Kabel reingelegt. Und da konntest du schön eine geile fette Batterie. Das war so ein Block. Ach ja, die hatten wir aus einer Straßen Warnleuchte. Hatten wir so zwei Batterieblöcke gefunden. Und dann haben wir die da angeschlossen. Dann ging das stundenlang. So, also ich habe rausgefunden, das ist echt fies weit hinten. Muss hier ein bisschen rumgucken, was hier so am Start noch ist. Ah ja, das ist die. Müsste die Subwoofer-Unit sein? Nee. Oder Receiver. Also Radioempfänger. Eventuell, ne? Und ja, also die Line-In, CD-Line-In hatte ich ja gesagt. Das ist da drin, also da unten drin. Da ist es schwierig. Ne? So, da tief drin. Das ist ganz schwierig, da reinzukommen. Muss ich eventuell die ganze Tape-Unit entfernen.
Und die ist dann wieder hier oben mit den Schaltern, das wäre da so eine Formulei. Und dann hier der Radio Channel, der ist da auch noch mit dahinter, aber vielleicht kann ich den ja lassen, hoffe ich. Mal gucken. Es wird doch eine Lösung geben. Ja, die war aber schön locker, die habe ich bestimmt schon mal abgeschraubt, ja, bestimmt schon mal früher. Auch sehr locker hier. Vielleicht hatte ich das damals dann abgebrochen. Oder ich hatte keinen Lötkolben damals vielleicht. Die ist fest. So. Hier außen. Die sieht auch fest aus. Jo, ist auch fest. Und das wird wohl hier der Elektromotor sein, schätze ich mal. Für die Tape Unit. Und den Kopf hatte ich auch überlegt, ob ich den eventuell irgendwie mit einer Lösung nochmal reinige, weil ich will das ja als Tape Machine benutzen oder testen, die coolen Sound macht. Und eventuell muss ich mal die Köpfe dann vernünftig reinigen. Früher gab es ja nur diese komischen Soft Tapes, ne? Diese Reinigungstapes gab es da früher. Also der eine sieht auch ein bisschen schmutzig aus. Kann natürlich sein, dass es jetzt irgendwie auch korrodiert ist, ne? Naja. Mal gucken. Jetzt erstmal weiter beim Ausbauen. Ich hoffe, dass da nicht irgendeine Klemme dran ist, eine Spange oder so, die dann irgendwie nicht wieder reingeht, ne? Naja, hier ist ein Schalter, da ist eine Spange dran. Mit dem Schalter konnte man zwischen den, das ist ja ein Doppeltape, da konnte man dann umschalten. Auch mit einer Auto-Umschaltfunktion. Ich hoffe, ich kriege das dann nachher wieder zusammen. Ne? So. Ja, hier ist dieses Schalt. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Und da ist hier dieser Winkel dran, der das mechanisch umlegt. Müsste ich wieder hinkriegen. Und darunter ist noch eine Feder. Warte mal, ich zeig's euch mal. Hier ist dieser Winkel, den ich jetzt abgeschraubt habe. Der muss dann halt so auch zusammenbleiben. Dann mal hier irgendwie lagern. So, und dann. Das ist der Schalter, der dann in die verschiedenen Stufen geht. Und hier ist jetzt nochmal eine Feder. Ich hoffe, die muss ich da nicht rausnehmen. So, und das löst sich jetzt dann gleich ab. Kann ich leider nicht filmen. Ich habe keine Profi-Halterung. Muss das von der Seite. Warum? Ah, der Schalter kann sogar. Also der obere, der kann sogar drin bleiben. So, jetzt ist da unten noch ein. Unten ist noch ein Stecker. Warte, ich versuche mal zu zeigen. Da unten, der weiße. Der hält das noch fest. Zwei Stecker nehmen wir mal. Da gibt es ja keine Verwechslungsgefahr. Die haben auch unterschiedliche Größen. So, oh, und jetzt? Da-da-da-da! Drei Stecker! Noch ein großer. Wow! This is original tape unit. Rip. Hier die Double Tape Tonabnehmer. Und hier der Aufnahmekopf. Also muss ich vor allem jetzt hier diese reinigen. Später. Interessant. So.
Sache schon näher. Da, diese beiden haben einen übelsten Wackelkontakt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt von dieser Seite der Platine da rankomme, ne, zum Löten. Oder ob man es überhaupt löten kann. Aber es scheint eine Art Wackelkontakt zu sein. Das ließe sich ja dann rein leitungsmechanisch lösen. Das sind wohl Transistoren oder was? Nee. Und irgendwo auch wahrscheinlich eine Sicherung drin. Das nicht wahrscheinlich da beim Strom dann. Aber das ist ja nicht das Problem. Okay. Jo, dann geht's jetzt hier weiter im Programm. Mal gucken. Boah. So, ich musste dann noch hier den Stecker entfernen. Dann musste ich auch den Hebel von der Teemaschine noch rausnehmen. Das war einfach nur lose da drin nur noch. Und dann war das hier an einer Stelle, das zur Stabilisierung hier wohl festgeklebt, habe ich abgerissen. Das ist nur ein Kleber. Und hier ist er nochmal mit einer Kunststoffklemme fest. Die muss ich abknipsen. Dann müsste sich das eigentlich schön lösen lassen. So, das Ganze ist jetzt schön locker, aber es ist leider so, dass die ganze Radio-Unit oben, die will dann mit raus. Also ist leider ein kleiner Rattenschwanz dran. Aber mal gucken. Ja, sieht gut aus, aber immer vorsichtig, wenn wir irgendwie hier zusammensitzen. Ne? Oh, und da hängt noch ein. Also ich habe jetzt hier noch einen, ich glaube, das ist ein Stecker, der ist da auch noch festgeklebt, aber unten ist es ein Stecker, meine ich. Gleich gelötet. Und hier, die haben normalerweise doch. Ne, die sind auch geklebt. Gut, dann kann ich es nur klappen. Dann kann ich es nur wegklappen, dann muss ich das zusammen verbunden, ja, löten dann. Also mein Lötvorgang ist dann, ohne dass das hier losgelöst ist. Das geht erstmal hier. Ach, unten ist einfach nur eine Antenne, ist das, glaube ich, so eine Masse ist das. Ist in einer Schraube da verbunden gewesen. Scheißegal. Radio wahrscheinlich. Egal. Kleber lösen, fertig. So. Hängt denn hier rechts noch? Da ist noch ein Kabel. Ah, das ist Kabel Bassbox. Dann müsste ich jetzt mal überlegen, ob ich auf die Bassbox verzichten kann oder das einfach cutte und später neu zusammenmache. Das ist einfach nur. Ja, ein Kabel, das müsste ich ja ganz einfach dann wieder neu connecten können. Natürlich ist Fummelei, ne? Kann man so sich überlegen, ob man den auf den Speaker, der zumal eventuell defekt ist, jetzt mal verzichtet. Das geht ja gar nicht mehr um SAP. Trotzdem wäre es schade. Ich mache das da oben. Ich schneide das SAP-Kabel jetzt oben an der Connection ab, dann kann ich das da einfach wieder dran löten, dann ist das kein Gefummel. Das ist, glaube ich, nur eine einzige Stromverbindung, also nicht zwei. Ja, Signal, aber es ist ja Strom. Sieht aus wie so ein Fahrradlichtkabel dann, ne? Wobei, hat ein Fahrradlicht eigentlich zwei? Ich glaube nicht. So.
Also hier unten, der ist ja auch der Speaker da hinten drin, ne? Subwoofer. Und warum der jetzt hier noch großartig zusätzlich, das muss dann on-off sein oder was? Oder das war nur on-off, ja, dann ist das on-off und das ist halt, also plus-minus dann, ja, ein Speaker, ne? Speaker-Kanal, ja, dann ist das on-off-Schalter. So, jetzt, da komme ich glaube ich nicht ab. Dann muss ich das. Aber jetzt können wir schon mal erstmal hier sehen. Da muss ich ran. Von unten. Ihr seht es eher als ich. Da muss ich da nämlich dann löten. Ah, Stecker. Aber das wird nicht. Nicht die Lösung sein. Ja, meine Stecker da. Nee. Notfalls könnte ich die Unit auch noch mit raus machen, aber ich hätte eigentlich auch keinen Bock an dieser Stelle. Hier ist irgendwie Korrosion. Ah, da hat sich was gelöst. Man sieht es. Ja, seht ihr die Korrosion? Zumindest an dem weißen Stecker. Bei einem roten kann ich es jetzt noch nicht genau sagen, aber an dem ist da ja eindeutig was abgeplatzt. Und auch an dem daneben. Oder sogar alle drei. Da kann ich ja mal richtig Lötsaft drauf geben, ey. Lötzinn. Hier, das ist das Rad für die für den Senderwechselfrequenz. Radiofrequenz. Auch crazy. Was das alles hier für Flaschenzüge sind, ey. Aber ganz schön viele Lötpunkte, ne? Für zwei, also ganz normal Stereo, Radio, Line-In, Kassette. Ja, und der hat ja einen Control für Bass, Mitten und Höhen noch. Und der hat vier, nee, drei Kassett-Style-Schalter noch. Aber dass man da so viele Lötpunkte braucht, ist echt trotzdem krass, finde ich. Gut, dann FM, LW, Monostereo noch irgendwie hat er noch. So. Jetzt sieht man auch an dem roten Channel, dass da durchaus die Korrosion stattgefunden hat. Kann ich mir nicht. Ah, das ist wahrscheinlich durch die mechanische Bewegung der Cinch-Kabel, weil die wahrscheinlich auch nicht so perfekt waren, dass man da immer so geruckelt hat. Ja. Und dann hat sich das dann gesteigert. Das erklärt sogar auch hier mich rein optisch, warum der eine ein bisschen leichter sogar noch, sag ich mal, on zu ruckeln ist. Also du kannst da irgendwie dran drücken und dann ist er eine Zeit lang on. Und der andere sogar nur noch so ein bisschen Saft abgibt. Also der ist dann natürlich einfach, der ist dann schwer. Also ich konnte jetzt sogar noch Stereo, aber dann war ein Channel etwas leiser. Aber unzuverlässig, mega unzuverlässig, ne? Also gar nicht. Ja, früher ging das dann noch, da musstest du einmal fummeln. Na, hat er seinen Kontakt und dann war der Wackler wieder weg. Das ging relativ schnell los, also nach 8 Jahren oder so schon. Ja, da muss ich dann ran. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie ich das jetzt hier stabil mache. Obwohl, geht ja eigentlich. Lass es aber so stehen. Vielleicht noch ein bisschen in das Holz schützen und dann geht's los mit Löten, würde ich sagen. Und vielleicht auch ein bisschen absaugen hier alles. Der Gelegenheit. Kurz vielleicht den Schmutz zeigen, der sich so sammeln kann.
Eins muss man dem ja lassen, die Mechanik, wie das auf und zu geht. Warte mal, Kamera. Wie die Kassettentür auf und zu geht, ne? Das habe ich schon als Kind gesehen, das fand ich so cool, dass hier ist so ein weißes Schmieröl, Schmierfett, das wirklich einwandfrei immer schön das ganze Tape-Deck aufgeht und zuverlässig zu. Da gab es nie ein Problem, so, ne? Voll cool. Ah, hier innen ist auch noch Dreck, den muss ich auch noch wegmachen. So, jetzt geht's hier mal weiter. Ich habe das hier zum Löten aufgebaut. Leider geht das nicht optimaler und diese Stelle ist, glaube ich, für euch überdeckt. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Hier sind drei Lötpunkte. Ich nehme mal einen Füller. Diese drei sind locker und die wurden auch. Also dieser Cinch wurde nur über die Lötkontakte richtig festgehalten, sonst wackelt der also erheblich. Das heißt, jeder Angriff auf diese Fläche hat einen gewissen Abnutzungseffekt auf die Lötstelle dann oder die belastet die. So, dann haben wir hier im Prinzip auch alle drei. 1, 2, 3, der eine ist dann, oder der eine Cinch, den seht ihr dann jetzt halt nicht. Ich habe nie gelernt, richtig zu löten. Ich habe das halt learning by doing ein paar Mal gemacht. Das war's. Ich weiß, dass die Soße einem auch gerne mal irgendwie schnell verhärtet, dann an einer Stelle ist, wo man die gar nicht haben will. Und ja, schwer den Zeitpunkt abzupassen, dass sie auch genau da sitzt. Ich habe mir extra mal einen neuen Lötzinn geholt. Ziemlich günstig und der ist vielleicht sogar noch so ein bisschen flüchtiger als der, den ich früher gewohnt war. Der war so ein bisschen fester. Ja, jetzt mal gucken, wie er agiert. Habe jetzt leichten Zittrigen, habe eben heißes Bad genommen, deswegen muss ich mal irgendwie gucken, dass das dann passt. Manchmal reicht es sogar fast, dass man das erstmal erhitzt und der vorhandene Lötzinn sich dann wieder setzt. Das könnte natürlich auch helfen. Ja, ich habe echt einen zittrigen jetzt gerade am linken Zeigefinger. Ja, mal gucken. Mal schön. So, die Lötanlage. Hier angeschlossen über eigene Steckerleiste, wenn mir das angenehmer war, als das jetzt über meine Hauptsystem-Steckerleiste, wo viele dran sind, schon zu machen. Jo. Dann heißt es einfach loslegen. Müsste jetzt auch schon heiß genug sein, weil die Nähe ist. Ja. Ah, hier kann ich mich abstützen. Das ist ja schon mal gut. Ah ja. Das
also tatsächlich die Kabel. Und wenn das sitzt jetzt nicht mehr plan, dann heißt es, es ist noch empfindlicher. Eigentlich müsste man hier so ein bisschen gegendrücken dabei. Ich probiere das jetzt einfach. Weil so hat das ja jetzt dann keinen Halt. Und ist dann wieder empfindlich. Und nochmal will ich das bestimmt nicht nochmal auspacken. Da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht auf den silbernen da oben drauf komme. Schon mal halbwegs okay so. Kann natürlich immer noch was schief gehen. Der ist ja ganz nah an dem in der Mitte. Das ist richtig kacke, da will ich überhaupt nicht dran eigentlich. Normalerweise habe ich nicht so einen zittrigen, das ist jetzt echt ein bisschen ungünstig. So! Da muss man eben dieses Tropfenglück irgendwie auch haben, ne? Ah, hat sich schön gelöst, halt. Jo. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen konntet, wahrscheinlich nur so halb. Und den anderen, den könnt ihr gar nicht sehen, der ist auch eigentlich recht in Ordnung, sieht er aus. Aber zur Sicherheit mache ich den auch mal ein bisschen wieder dran, ne? So. Boah. Ich muss noch ein bisschen lüften. Mir da gerade ein bisschen Insekten rein, wenn ich lüfte. Jetzt, wenn ich Glück habe, nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt mal genau gucken, ey. Also der sieht nicht so cool aus gerade. Der muss noch mehr dran. Aber es ist auch echt schwer zu sehen. Man bräuchte eigentlich ein bisschen optimalere Beleuchtung. Aber sonst sieht es eigentlich relativ gut aus. Und wenn man dann da oben dann darum fett dran rumruckelt, dann kann er sich natürlich sofort wieder lösen. Ne? Weiß ich auch nicht. Die müsste man irgendwie festklemmen. Naja, man kann ja vorsichtig sein, aber auf Dauer ist das halt so eine Sache. Hier übrigens, das ist ein ganz normaler von Konrad mal gewesen, irgendwie hier 15 Watt, KD 15 Watt. Ja, wird warm, muss man halt aufpassen, dass er dann in Ruhe abkühlt am Schluss. Also hier mache ich nochmal ein bisschen Obernoof. Halt aufpassen, dass ich nicht in die Mitte mit dran komme. Und der Lötzeug, der Kolben, der. Ja. Oh. Alles klar. Sieht das ziemlich gut aus. Ich habe auch keine Grenzen überschritten. Das ist ja auch total wichtig jetzt.
Also von einem Leiter zum anderen sehe ich jedenfalls nicht. Ja, würde ich sagen, Auftrag erfüllt. Ich mache noch mal eine bisschen genauere Kontrolle. Dafür muss ich das Licht hier mal umsetzen. Macht eigentlich Spaß. Das Einzige, was man braucht, ist Geduld. Und ein bisschen Fingerfertigkeit natürlich. Ja, ich sehe jetzt schon noch Probleme. Also die Verbindung zur Platine, die fehlt ja teilweise flächig. Ja, das ist so ein bisschen Glückssache, ob das jetzt dann hinhaut. Ich mache noch, schmier mal noch ein bisschen was drauf. Oder löte noch ein bisschen was drauf. Na, kann ich euch dann noch kurz zeigen gleich und dann war es das. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen fetter drauf gemacht. Sieht vielleicht nicht so schön aus, aber ich bin auch kein Lötkünstler. Ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das machen könnte. Ich habe mich halt, wie gesagt, bemüht und ein bisschen mehr Schmackes drauf gegeben, weil diese Basis fehlte teilweise. Und hier bin ich fast ein bisschen auf die Mitte gekommen und dann habe ich das so ein bisschen freigekratzt. Jetzt ist mir da ein Kratzer passiert. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt da schon die Platine da durch ist. Aber ich wollte das halt dann noch mal ein bisschen trennen. Ich glaube, das ist jetzt getrennt. Ja. Oh, das ist vielleicht ganz okay. So, vom Roten habe ich den oben rechts auch noch mal ein bisschen fett gemacht, weil der war nämlich noch Werksauslieferungszustand und der war nämlich auch nicht mehr, der saß nicht mehr. Sieht jetzt ein bisschen dick aus, ein bisschen wüst, aber ich habe mich bemüht, nichts zu überschreiten und den Kontakt herzustellen. Das ist ja wohl auch der Sinn. Na, mal gucken. Letztes Update, ich habe den mittig links noch mal ein bisschen fetter gemacht und wieder ein bisschen freigekratzt. Hier diese Steuerung von Graphic Equalizer und Volume, die waren schon immer mit diesem gewissen Kratzen, also ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, habe ich mir gerade nicht eingefallen. Da kann ich jetzt nichts gegen machen, das ist jetzt auch nicht so wild. Das müsste man halt also durch die Korrosion entsteht da halt dann beim Verändern des Reglers ein Störrauschen, das ist teilweise sehr, sehr laut. Da muss man dann aufpassen. Teilweise geht das sogar aus, dann kurz. So, jetzt drehen. Mal gucken, dass wir das hier wieder alle zusammensetzen und dass es auch funktioniert. Zieh erstmal. Könnt ihr dann kaum was sehen, ne? Egal, so. Während ich das mache, muss ich auch kurz immer nachdenken, wie das hier genau gesessen hat. Und hier ist nämlich noch ein Stecker. Kommt aber hier oben. Kein Problem. Oh. Das ist ja nur der On-Off. Den kann ich gleich reinlegen. Okay.
sitzt, wackelt und hat Luft. Schön. So, dann ist das hier der Subwoofer on off. Die große Service-Nummer wäre jetzt, den Subwoofer-Speaker sich mal genau anzugucken. Aber ist ja nicht der Anlass hier jetzt. Und außerdem kam schon gut Bass raus. Ohne. Tja, okay, das würde ich jetzt mal so alleine. So, jetzt bin ich hier schon ein bisschen weiter fortgeschritten und an dieser Stelle möchte ich euch eine schöne Sache zeigen hier. Eine schöne Sache zeigen. Hier dieser Schalter. Das ist irgendwie voll cool. Du stellst oben zwischen den einzelnen Tape-Modi um. Und das Ganze ist hier halt mit so einem Schalter, ne? Und der hat hier halt die Konterklemme, ne? Voll cool, ey. Richtig schöne Mechanik. Hatte ich ja auseinandergebaut, habe ich gerade problemlos zusammengesetzt. War überhaupt nicht schwer. Ja, und die Köpfe. Die drei hübschen. Die werde ich jetzt eventuell gar nicht reinigen. Die haben ja einen gewissen, ist gewissen Dreck vielleicht drauf, ne? Das ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen Staub. Da kann man vielleicht mal eine normale Reinigungskassette nehmen oder so. Bevor ich da jetzt mit irgendwelchen falschen Flüssigkeiten rangehe, das ist ja ferromagnetisch, da lasse ich das lieber. Und vielleicht mal eine richtige Lösung dann kaufen, wenn ich das verbessern will oder so. Und nicht jetzt mit Spüli da drangehen. Außerdem will ich ja ein bisschen Rauschen haben, kann das ja vielleicht auch dazu mischen später. Erstmal so testen. So, und dann waren hier noch ein paar Stecker noch. Es war ein bisschen filigran, den einen Stecker da. Diesen länglichen, der drin steckt, der war ein bisschen fummelig. Ansonsten war das eigentlich ganz normal fummelig. Das ist hier zu den großen Lautsprechern. Die haben, und das ist hier zu den Schalteinheiten für die Lautsprecher. Der hat ja einen Surround-Schalter und den X-Bass-Schalter. Achso, und den X-Bass habe ich hier angelötet. Ganz einfach ein bisschen abgeknipst, damit da wieder Draht ist, so wie beim Fahrradlicht. Jo, und ansonsten, ja, musste man halt die Schrauben, musste ich einmal gucken. Und hier, das wackelt noch ein bisschen. Das kommt hinterher mit der Konterschraube vom Gehäuse wohl, dass das hier fix ist. Obwohl hier oben was ist, aber da von unten kommt hinterher noch eine Schraube, die das dann festzurrt. Ansonsten heißt hier wieder Volume und die Verlaserregler. Ja, jetzt brauche ich das mal zusammen, fertig. So, das ging problemlos zusammenzubauen. Wunderschön. Hier nochmal dieser coole Schalter, den ich eben erklärt habe. Da kannst du zwischen Tape 1, Tape 2 und Continuous Play. Dann spielt er erst die eine Seite von Tape 1 und dann die eine Seite von Tape 2. Also nicht die Rückseiten. Das konnte der nicht. Aber der konnte eine Seite Tape 1 und eine Seite Tape 2 hintereinander spielen. Und Dubbing ist ein Speed-Aufnahmemodus. Da kannst du dann halt mit doppelter Geschwindigkeit aufnehmen, was, ich glaube, Tape dann spart. Aber das Problem ist, das rauscht. Also das nimmt dann nicht so gut auf. Ja, hier oben dann noch die verschiedenen Tape-Arten, also Chrome O2, High und Normal. Ja. Dann hier Tape, das ist halt dann auch Standby, Power Off, Radio und CD und Line-In. Die sind jetzt vertikal auch belastbar, da die Platine hat genau da so zwei Docks. Aber wenn ich jetzt in die Richtung oder in die Richtung eine von beiden Kraft aufwende, dann kann ich das halt wieder lösen. Aber wenn ich sozusagen es vertikal belaste, geht es. Mikrofoneingang sogar. Mix, ja. Dann kann man sogar ein Mikrofon anschließen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ist cool. Aber was der auch noch hat, was voll cool ist, sind halt vorne diese Steuertasten hier. Für die X-Bass-Funktion. Da muss ich gleich mal gucken. Und Surround. Und Surround hatte der doch auch noch so. Ah ja, hier. Da hat er noch
Surround Speaker 6 bis 8 Ohm. Ja, hatte ich mal gemacht, hatte ich mir selber so Speaker angeschlossen, war jetzt Effekt, naja, also hast noch zwei zusätzliche Speaker, ne? Ich weiß nicht genau, wie das dann ist. Ich denke, das ist einfach nochmal zusätzlich Stereo hinten dann nochmal. Ja, und der Phone-Ausgang. Und das ist auch mein einziger Ausgang. Jetzt mal abgesehen vom Surround, aber da kann ja sein, dass da irgendwas anders mit dem Signal auch ist. Aber ansonsten, wenn der jetzt kaputt ist, komme ich gar nicht wieder von meinem Tape in den PC zurück später, ne? Dann müssen wir mal die Daumen drücken, dass der Eingang noch geht. Jo, hier, der hat noch mehr Bänder. Ich dachte nur FM lange Welle, der hat noch Mittelwelle und Shortwave dann halt. Ja, keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Normalerweise kannte ich nur FM, LW und tja, hat er noch mehr. Hm, schönes Teil, ne? Und aus Spaß und weil das früher voll cool war, diese K-Hi-Fi, habe ich mir so einen Kenwood-Aufkleber vorne drauf gemacht. Ja, hier, hier sind die Tapes nochmal nummeriert, was Tape 1 und Tape 2 ist. Und jetzt hier mal gucken, wie das aussieht. Zack, wunderbar. Habe jetzt auch nochmal ein bisschen da eben oben die Tape-Unit gesaugt. Gut, hier ist noch ein bisschen Staub, aber das ist nur auf dieser Abdeckung jetzt hier. Witzigerweise hat er hier so ein wackeliges... das gehört sich aber so. Das ist halt so ein wackeliger Trenner. Irgendwie, ne? Ja, und dann kommen beide Tapes hintereinander rein. Und dann hast du hier so doppeltiefe Spieler. Und der kann auch schnell spulen. Das ist cool. Der hat aber keine Automatikspulfunktion. Ja, wie gesagt. Und da oben sind die Abnehmer drin. Die kann ich ja dann mal reinigen, wenn ich das will. Und mal mit dem richtigen Mittel dann. Ne? Da komme ich ja dann so ran, schätze ich mal. Nun ja, jetzt kommt nämlich die große Stunde, jetzt kommt nämlich der Soundcheck, ne? Eieiei. Radio geht schon mal. Die Antenne ist mir irgendwann mal, die hat genervt und die ist dann auch abgebrochen, die wäre hier nochmal. Das hat einen relativ schlechten Empfang. Ich höre keinen Unterschied beim Bass. Aber es geht ja um Line-In und Tape. Aber das ist jetzt halt gleich der große Moment, wenn ich hier drauf gehe. Ja, und abfackeln darf mir das Ding natürlich auch nicht. Da muss ich jetzt unter Aufsicht erstmal ein bisschen das Gerät haben. Hier mal gucken, ob der jetzt funktioniert. Ich stelle das Ding mal wieder hier auf die Seite auf. Und schließe jetzt, oder ich hole euch gleich wieder dazu. Man hört einen Ton, das ist schon mal gut. Hier habe ich nichts gehört. Bitte, bitte, beide Boxen will ich jetzt hören. Okay, der große Moment, ey. Jawohl. Also, Ende gut, alles gut.
1A Stereo. Klang war jetzt nicht so super, aber das ist auch Emerald City ein Track von mir. Ich probiere vielleicht gleich nochmal einen anderen aus. Auf jeden Fall kann ich das jetzt dann wahrscheinlich auch aufnehmen und das werde ich als nächstes probieren. Ich werde jetzt noch eine Kassette suchen und dann habe ich meine Tape Machine. Und dann muss ja auch noch der Headphone wieder zurück ins Mic-In vom Computer. Brauche ich noch ein anderes Kabel? Oder hier halt. Ne, brauche ich nur den Adapter. Muss die Kabel hier genau umstecken. Nee, ich brauche ein anderes Kabel. Wegen hier ist Cinch und da habe ich Klinke oder XLR. Ja, so sieht es nämlich aus. Und dann hätte ich so meine eigene Tape Machine, ne? Und das war der Plan. Vielleicht auch nur für einzelne Spuren. Wenn es irgendwie so besonders rauschig ist oder so, dann halt einzelne Spuren oder dazu mischen. So, nochmal einen Check gemacht. Ich hatte erst den Verdacht, dass mit den Höhen irgendwas ist, aber alles gut. Und was ich noch sagen wollte, dass der auch eine besonders tolle Räumlichkeit hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video auch ankommt. Aber dieser Ghetto Blaster hat eine schöne Räumlichkeit. Das hatten ja auch die tollen Ghetto Blaster. Ne? So, zur Feier des Tages eine nagelneue Kassette gefunden in meiner Kassettenbox. TDK CD-Ink 2 Position Chrome 90 High Chrome O2 TDK. Ja, das lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Und hier habe ich schon das andere Audiokabel, das kommt jetzt in den Phone dann, wenn ich das zurückspiele. Erstmal muss ich ja recorden und dann einfach LR bei mir in die Klinke Eingang. No. Erstmal aufnehmen, ne? Coole Aktion. So, das war jetzt eine Aufnahme mit. Es ist ja eine High, also Chrome O2, aber das war mit normal, weil da klingen irgendwie die Höhen geiler, aber das Rauschen ist lauter. Ich glaube, deswegen war das auch unter anderem auch hergestellt. Deswegen mache ich jetzt noch eine Aufnahme, so wie es gedacht ist. Das klingt aber ein bisschen dumpfer, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Also, das andere war geiler irgendwie.